Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 16. November, 8.51 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren DAX Trade vor. Es ist heute ein besonderer Tag, denn wenn alles läuft, dann wäre das heute der 300. Trade. Insofern bin ich auch selber gespannt, wie der 300. Trade denn heute läuft. Wir haben heute eine Trading Range von im Hoch von 13.000 und ich ziehe das mal weiter rüber, 68 und das Tief bei 13.026, insgesamt 42 Punkte. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap von gestern Abend um 22 Uhr, Schlusskurs 12.956, durchaus denkbar, dass der Markt da wieder ein Stückchen zurückkommt. Wir holen unser Tool raus, denn ohne dieses Tool ist die Strategie fast unmöglich zu traden, weil hier auch die Multiplikationsverfahren, wie die zweite, dritte und vierte Position berechnet wird, automatisch passiert. Wir holen die Linien raus. Das sind die Trading-Linien, die dann aktiviert werden und die dann, sobald das Level erreicht ist, dann auch aktiviert werden und gehen langsam mal ran und sehen, dass wir auf das Hoch hier nicht platzieren können. Ich gehe ein bisschen tiefer. Ihr seht, der Markt rutscht ein bisschen. Also ich muss dann auf die Minute gehen, um uns da ein gutes Setup zu bekommen. Wir gehen hier mal auf das Tief. So. Okay, eine 14er Box. Das würde bedeuten, wir würden Short gehen bei 13.038 und Long gehen bei 13.052. Das wäre die Idee, eine 14er Box zu nehmen. Wir sind vom Hoch ziemlich weit entfernt. Wir sind vom Tief ziemlich weit entfernt. Das wäre jetzt die Box. Wir gehen jetzt mal auf 5 Minuten. Also, zum Notieren 13.038 Short und 13.052 Long. Und das Ganze wird jetzt scharf geschalten. Ups. Ich zeichne das kurz mal farblich ein. Tool kommt jetzt an die Seite und werde das Bild jetzt ein bisschen größer machen, damit wir uns das besser anschauen können. Also die Order liegt jetzt im Markt. Short bei 13.038, Long bei 13.052. Wir haben jetzt noch 4 Minuten 55 bis zur Markteröffnung in Frankfurt. So, der erste Trade ist aktiviert und zwar Short. 8:56 Uhr, unser Gewinnziel liegt bei 31. Es ist 8:56 Uhr, die Glocken haben noch nicht geläutet. Der erste Trade ist aktiv. Jetzt noch 10 Sekunden. So, die Glocke hat geläutet. Ein Punkt hat gefehlt aktuell. Noch sind wir short im Markt. Und so, meine Damen und Herren, der 300. Trade war ein Short Trade für die Statistik. 300. Trade in Folge, 300. Handelstag in Folge bei der Markteröffnung. Also, das war also mit viel Spannung erwartet, der 300. Ich zeichne kurz den Trade ein. So, nochmal eingezeichnet für die Statistik, der 300. Trade in Folge. Im Live-Trading-Raum herrscht hier auch gute Stimmung. Auch hier nochmal an das gesamte Traders Club-Team im Hintergrund, die auch hier mit Vollenergie arbeiten. Also 300 Handelstage in Folge.
Ja, das ist schon sensationell, denke ich mir auch. Und wir werden hier weitermachen, werden weiter diese Breakout-Strategie aufzeichnen für euch. Wir werden weiterhin diese Breakout-Strategie auch traden. Aber was man festhalten kann, was ich schon mehrmals erwähnt habe, dass diese Strategie wirklich das Setup unglaublich ist und 300 Handelstage in Folge konntet ihr euch jetzt davon überzeugen. Die Videos stehen im Netz. Also man kann jeden einzelnen Tag hier nachverfolgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und wenn ihr Lust habt, morgen findet der Live-Trade unter Seminarbedingungen statt. Wir machen morgen ein Live-Webinar von 7:45 Uhr bis mittags. Dort erklären wir nochmal die Strategie. Dieses Webinar ist gratis. Wer also Lust hat und sich das Video anschaut, kann sich gerne noch anmelden bei uns auf der Homepage traderclub24.de.